Ja, wir haben heute unseren Kabinettausschuss Demografie außer Haus, außerhalb Wiesbadens gehabt. Und wir waren heute im Landkreis Fulda in der Gemeinde Ebersburg im Stadtteil Weyers, 1500 Menschen. Aber was Sie hier besonders auszeichnet, ist, dass Sie wirklich eine aktive Dorfgemeinschaft sind, die auch den demografischen Wandel, der vor Weyers nicht Halt macht, in die Hand nehmen und versuchen, Weyers in eine gute Zukunft zu führen. Schwerpunkt war heute des Kabinettausschusses im Bereich, wie können wir Alter besser machen, altersgerechtes Wohnen, auch generationsübergreifendes Wohnen haben wir heute miteinander besprochen. Und wir finden hier in Weyers, auch bedingt durch einen wunderbaren Verein, der sich Miteinander füreinander nennt, unglaublich gute Ansätze, die sehr, sehr gut auch nachgeahmt werden können. Und wenn es uns heute gelungen ist, uns zu sensibilisieren, weiter auch in die Zukunft zu gucken und auch andere zur Nachahmung zu bringen, dann war das heute ein voller Erfolg, dieser Kabinettsausschuss hier in Weyers im Landkreis Fulda.